möchte ich gar nicht so viel erzählen, weil erzähle ich Ihnen jetzt schon mal, Daniel Brühl wird der Nächste sein, der hier auf dem Red Carpet an uns vorbeikommt. Daniel Brühl kennen Sie aus Goodbye Lenin, kennen Sie aus Rush, wo er den jungen Niki Lauda gespielt hat. Ein genialer Schauspieler, ein deutscher Schauspieler, der jetzt sich aufmacht nach Hollywood. Und da steht ihm noch so Großes bevor, wie ungefähr mir bei RTL Nitro. Also wir haben etwa eine gemeinsame Zukunft, Daniel Brühl und ich. Und wir warten jetzt auf ihn und dann werden Sie ihn gleich erleben dürfen. Bis gleich. Okay, wir machen erst das Licht an, damit ich halbwegs auch neben Ihnen nicht nur... Na endlich einer mit dem Schnurrbart. Ist ja wohl wieder im Kommen. Ist wieder im Kommen, ja. Versuchen wir doch mal drei Namen zu finden, die außer uns Schnauzbart tragen. Nehmen wir vergangene wunderbare Serien. Burt Reynolds, hatte der nicht immer ein Schnauzbart? Ja, einer fuhr, glaube ich, Ferrari. Ja, Tony Magnum natürlich. Magnum, genau. Da wir bei Magnum sind, ja. RTL Nitro, das ist dieser wunderbare junge Sender, deswegen bin ich auch dabei, weil der hat ein total junges Outfit, dieser Sender, wird im nächsten Jahr voraussichtlich diese Erfolgsserien alle wieder auflegen. Kann man nicht oft genug sehen, würde ich sagen. Ich hatte ja die Frage noch gar nicht gestellt. Welche von den drei, ich sag mal A-Team, Star Trek oder Magnum, ist die Ihres Herzens? Magnum. Eindeutig, ne? Eindeutig. Wegen des Ferraris oder wegen des Schnauzbarts? Beides. Oder wegen des Butlers. Ja, und wie war der Kollege von Tom Selleck? Wie hieß der andere? Der war doch auch großartig. Gott, schon lange nicht gesehen. Da müssen aber Sie wenn, dann ist also die Zeit, da habe ich immer Kojak, Straßen von San Francisco, Colt für alle Fälle und sicherlich auch Magnum. Das war so mein Ding. Irgendwie. 50 Filme rund haben Sie gedreht. Mit was? Mit Enthusiasmus sowieso. Nein, mir einer meiner Lieblingsschauspieler, ich bin jetzt so nervös neben Ihnen, mit dem Sie gespielt haben, helfen Sie mir, Junior. Robert Downey Junior. Mhm. Wie war der? Der ist super. Der hat einen Witz, eine Schnelligkeit und ein Charisma, ist unglaublich. Also wenn der den Raum betritt, dann ändert sich alles. Man merkt dann auch, dass auch die anderen Schauspieler, auch die anderen Stars auch zu ihm aufschauen und beeindruckt sind von seiner Präsenz. Ne? Und lustig. Es gibt ja diese alte, diese alte Geschichte, großer Raum, 100 Leute drin und der Raum ist immer noch leer und einer kommt rein und der Raum ist voll, das sind auch Sie. Und Daniel goes to Hollywood, sage ich jetzt mal. Wie sind die konkreten Pläne? Nee, also Standort Europa ist schon mal. Ich fühle mich sehr europäisch, ne? Und ich bin ja halber Spanier, halber Deutscher. Fühle mich weder jetzt besonders deutsch noch spanisch, aber wenn ich länger. Oye, mira, si quieres podemos seguir en español, porque yo soy mi hombre que sí que he nacido en España, hombre. Mira, que vamos a seguir ahora. Eso. ¿Conoces el bigote más famoso en España? Ay, coño, perdón. Cantinflas era. Es Cantinflas, claro. Era mexicano, pero eso. Sí, bueno, y ahora lo traducimos otra vez. Vamos al alemán. Das ist ja geil, das wusste ich nicht. Entschuldigung, geil. Aber ist ja schon spät. Wie gesagt, also wenn du dann längere Zeit in den USA bist, merke ich, wie sehr ich Europäer bin. Aber also, es gibt doch jetzt zwei Filme, glaube ich, die Sie in Hollywood drehen, ne? Ja, ich habe viel Zeit dieses Jahr dort verbracht. Also ich habe mit Robert Downey und Chris Evans halt Captain America gedreht. Jetzt gerade drehe ich mit Jessica Chastain, die großartig ist, meine Lieblingsschauspielerin fast im Moment. Zookeeper's Wife drehen wir aber in Prag. Dann habe ich mit Emma Thompson und Brandon Gleeson noch letztes Jahr gedreht. Mit Emma Watson, Film der Colonia heißt. Also das war jetzt viel international. Und mir macht das totalen Spaß. Was machen die anders in Hollywood? Weiß ich nicht. Manche Sachen sind gar nicht so anders und manche Sachen können die einfach sehr gut. Ne? Auch Filme in so einer bestimmten Größe herzustellen, das ist hier nur schwerlich möglich. Ne? Da gibt's, das ist natürlich dann eine ganz andere Industrie und Tradition, die haben. Ne? Also so ein Ding wie Captain America, das ginge hier nicht. Ne? Das ist einfach, wäre eine Nummer zu groß. Ich hole mal ganz schnell hier unseren Chef rein. Marco, kommst du mal ganz schnell zu uns? Weil ich will einfach nur eine Gretchenfrage stellen an Daniel. Warum hast du dich für Hollywood entschieden und nicht wie ich für RTL Nitro? Na, ich hab lange überlegt. Schlaflose Nächte. Ich wurde nie gefragt. Nitro hat mich nie gefragt. Ich war ein bisschen enttäuscht. Komm drauf zurück. Ja, bitte. Daniel, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wunderschönen Abend noch. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.